RTS-Seher wissen es längst, das Land Salzburg ist voll von spannenden, informativen und unterhaltsamen Museen. Wir haben Ihnen einige der fast 100 Häuser bereits ausführlich vorgestellt. Ein ganz besonderes Museum darf dabei allerdings nicht vergessen werden, und zwar das Untersbergmuseum im Grödiger Fürstenbrunn. Dieses Museum ist der historischen und kulturellen Bedeutung des Salzburger Hausberges gewidmet. Es liegt ein wenig versteckt in Fürstenbrunn-Glaneck, aber die Suche zahlt sich aus. Das Untersbergmuseum ist ein Erlebnis, die Themen sind vielfältig und die Darstellung ist anschaulich. Zum Beispiel in diesem Modell zum Zersägen des Untersberger Marmors. Da hat man den Draht ca. 2000 Meter ungefähr lang über verschiedene Rollen immer wieder geleitet. In der schwarzen Kiste hat man Quarzsand drin und der Draht hat eigene Litzen und zieht den Quarzsand durch und schneidet dort den Quarzsand, weil der Draht wäre ja sofort gerissen. In diesem Modell ist das hochkomplexe Zersägen eines ganzen Marmorblocks nachgestellt. Auch diese Marmorkugeln und diese Versteinerungen sind typisch für die Geschichte des Untersbergs. Ganz generell sind es die genauen und fantasievoll gestalteten Modelle, durch die man diese Geschichte rund um den Berg so anschaulich nacherleben kann. Das ist ja eigentlich die ganze Werkstatt, was eine Schmiede früher gehabt hat. Das ist der Blasbalg für die Schmiede, dann haben wir den Bohrer, die Kaltsack, wo auch Eisen geschnitten wird, und alles, was der Schmied braucht, ist da drauf. So wie die Kraft des Almkanals für diese Schmiedewerkstatt wichtig war, so ist es das Trinkwasser für die Stadt Salzburg. Schon die Fürsterzbischöfe haben mit Wasserleitungen experimentiert. Aber jetzt zum Berg selbst. Der ist in seiner ganzen Pracht und Unübersichtlichkeit ebenfalls in einem Holzmodell nachgebaut. Da sind also alle Wege abgebildet, alle Flussläufe, alle Gipfelkreuze, alle Hütten. Und man kann sich da einen sehr guten Überblick verschaffen, auch wo der Grenzverlauf ist. Und alle Ortschaften, die rundherum um den Untersberg angeordnet sind. Und noch etwas ganz Seltenes gibt es im Untersbergmuseum, nämlich eine echte Neuigkeit. Der Sepp-Forcher-Steig ist jetzt seit heuer neu benannt worden. Die Verbindung vom Daxamer Kreuz über das Zeppezauer Haus, Geiereck bis zum Salzburger Hochthron. Der Sepp-Forcher war ja einige Jahre Hüttenwirt am Zeppezauer Haus. Aber der Untersberg bietet noch viel mehr Sagen und Mythen, ebenso wie Industriebetriebe und Schmugglerei und die lange Serie von unheimlichen Alpinunfällen. In einem Fall ist ein Skitourengeher spurlos verschwunden, und zwar im Jahr 1929. Vor circa 10 Jahren ist dann in einem Schacht sind dann Knochenreste und Reste von den Ski und der Ausrüstung gefunden worden. Und man hat dann sogar noch feststellen können, anhand einer DNA-Analyse, dass er mit dem Großneffen, wo man das abgeglichen hat, wer das wirklich war. Also der ist 90 Jahre faktisch da im Untersberg verschollen gewesen. Und das kommt auch nach wie vor immer wieder vor, dass Leute spurlos verschwinden. Spurlos verschwunden ist im Grödiger Untersbergmuseum noch niemand. Ein wenig Zeit braucht man allerdings schon, denn zu erleben gibt's hier wirklich viel.